Hallo Leute und willkommen zurück. So, wir hatten jetzt in der letzten Folge eine Handelssternbasis errichtet. Und da bekommen wir jetzt auf unserem Heimatplaneten plus 2,5% Rohproduktion, 5% auf alle Konstruktionen, Bruttoeinkommen plus 20% und durch die Handelsstation noch plus 10% Handelsroutenwert. Wenn wir mal an unsere Handelsrouten gehen, dann sehen wir, dass wir die alle von unserem Heimatplaneten aus gestartet haben. Und die haben dort jetzt alle die plus 10% drin stehen. Ja, also das war ein ganz guter Move, denke ich mal. Und dann hatten wir gesehen, dass die Leute von Valos nicht so happy sind. Und da können wir jetzt hier nochmal eine Fabrik bauen. Die gibt dann nochmal einen Bonus auf das Versorgungsdepot und erhöht dann dort den Moralbonus. Und auch nochmal ein Bonus auf unsere Hauptstadt. Rohproduktion plus 1. Dann werden wir hier Terraform und können dann dort auch noch das Einschüchterungszentrum bauen. Aber das machen wir dann danach, also in 4 Runden. Und dann sollte das da eigentlich passen. Und hier. Ja, da bauen wir jetzt gerade das Bereitschaftszentrum. Und Raumhafen können wir eigentlich mal dazwischen schieben. Dann wird hier terraformt. Und dort kann man dann das Einschüchterungszentrum reinstellen. Dann sind die beiden auch versorgt. Ja, und wir bauen weiter Kriegsschiffe. Weil wegen der Trenchen. Lord Kona ist sauer. Man sieht, dass wir wirkliche Opfer sind. Ja. Und hier. Wunderbar. Der Planet beginnt zu rebellieren. Der ist bei 56%. Oh, weiter Raketenschiffe bauen.
Bisschen riskieren, aber mal 6 Runden, keine Kriegsschiffe dort bauen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt das Zünglein an der Waage ist. Damit Lord Connor uns den Krieg erklärt. Okay, die Dwenschen überfallen irgendwo einen neutralen Planeten. Aha. Ihr wollt haben Flottenlogistik und Raketenmilitarisierung. Und unsere Artocarpus Virilis. Ah, schade. Ja, okay, machen wir. Ach. Ja, sind wir fast pleite. Aber wir kommen dann 2 Durantium, also 0,2 Durantium und 0,2 Antimaterie jede Runde dazu. Eine Investition in die Zukunft. Jawohl. So, wo ist die Sternbasis? Ah, die haben wir schon lange. Okay.
voll. Ah, schicken wir nochmal Handelsschiffe zu den Altarianern. Die scheinen ja ganz kompetent zu sein. Und Raketenschiffe bauen. Nee, Raketenschiffe. So. Okay. Handelseinnahmen aber minus 5% Forschung. Erbarmungslos. Wir haben ja auch bei Erbarmungslos noch was vor. Und dann bekommen wir nicht die minus 5% Forschung. Ich möchte aber erbarmungslos die beiden hier freischalten. Furchteinflößend kann Marus durch offene Grenzen mit einer anderen Zivilisation. Und gefürchtet. Prozent. Ja gut, wir haben halt viel Bevölkerung. Und das Krankenhaus ist halt sehr geil platziert. 30% so und 90% durch die Synergieeffekte. Na gut.
Ja, nochmal zum Trend. Ja, da mal schauen. Ja. %. 0%. Jawohl. Okay, Leute, jetzt ist was eingetreten. Sehr gut. Die Onyx haben den verschreiten Planeten kolonisiert. Und das haben wir ja wunderbar vorbereitet. Und da geht sofort die Rebellion los. Wir haben Einfluss 10,5. War so viel. Ja, und da geht's dann auch weiter. Danke, Onyx. Der Planet gehört bald uns. Jetzt müssen nur noch die Dwenjin diesen Planeten überfallen. Okay. Wäre es natürlich dann auch gut. Einflusswachstum. Haben jetzt minus 50,6%, weil die unzufrieden sind. Und wenn die zufrieden sind, also 100%ig wirkliche Deutsche, erzeugen 100% zusätzliches Einflusswachstum. Jo, Weltraumlogistik.
Und keine Credits. Okay, das ist ja jetzt noch nicht so prickelnd. Das ist doch okay, ja? Akzeptieren. Aber hier zum Shoppingzentrum upgraden, damit die da noch der Bevölkerungsbonus drauf kommt. Aber wenn man noch nicht genug Nahrung. Und Satium. Tja, wenn wir das hätten. So. Da können wir jetzt das Einschüchterungszentrum bauen. Ja, komm, was machen wir jetzt? Zack. Und so. Und dann werde ich schon zufrieden sein. Oder keine Weltraumlogistik?
Okay. Ja, das ist auch okay. Und dann können wir diesen Planeten kolonisieren. Den schicken wir voll beladen los. Fertig. Ja, schon 30% in Rebellion. Prozent. 72% und 0%. Hi, gut. Ah, wir können jetzt Kommando ausbilden. Die geben unseren Flotten sehr nette Boni. Da machen wir das mal, damit wir zumindest mal einen haben. Ah, die Artocarpus Frides möchte ich gerne behalten. Okay, machen wir. Und dann okay, wow.
begibt 2 Bewegungspunkte mehr der neue Antrieb und verbraucht 3,6 weniger Masse. Ja. Ist dann die Version M2. Jetzt kann man unsere Credits auch mal investieren und sagen: Schiffe aufrüsten. Normales Raketenschiff zu M2. Na gut, das kostet schon einige Credits. Das war's dann auch. Aber das müsste ja dann eigentlich auch in die Berechnung von Lord Kona einfließen, wenn wir bessere Schiffe haben. Gut. Ah, unsere Handelsschiffe sind unterwegs. Ja, richtig nett war halt das hier. Oder ist das ja? Dass wir hier direkt anfangen können. Zu kalt schon flippen. Und hier 74%. Okay, Leute, es geht voran. Macht's gut. Bye bye.